Das ist nicht unmöglich. Ich meine, man muss nicht so oft den Gang betätigen. Moment! Scheiße! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Far Cry 3. Hey, Moment mal, hier kann man ja was einsammeln. Was haben wir denn hier drin? Smartphone. Oh. Öffentliche Daten. Und ein Joint. Oh yeah. Aber erstmal müssen wir jetzt hier mal unser Scharfschützengewehr hier, ne? Müssen wir erstmal aufpimpen, verdammt. Ausgerüstet. Anpassen bitte. Wir haben schon mal einen Schalldämpfer und dann brauchen wir ein High-Power-Zielfernrohr. Muss man eben gucken. Genauigkeit. Ja, okay, nehmen wir das. Okay. Und wir können auch sofort das erweiterte Magazin nutzen. Sag mal, ist dieses beleuchtete Zielfernrohr etwa... Ah, ich verstehe. Die können bis zu zwei Aufsätze angebracht werden. Alles klar, dann reichen die beiden. Dann brauchen wir nämlich auch kein erweitertes Magazin. Ah. Ach, wo bin ich denn hier? Ah ja, genau. Genau, hier. Hier sind wir. Und... Wo müssen wir lang? Übrigens, Leute, ihr habt gesagt, also die meisten jedenfalls, es haben sich zwei Leute gemeldet. Und da eine Demokratie herrscht, einer wollte es natürlich sehen. Tut mir leid für dich. Aber die, die es halt nicht sehen wollten, war Mehrzahl. Und seht euch an, ich habe die komplette Map erkundet. Und ich muss sagen, es gibt verdammt viel noch zu entdecken. Also... Diese Türme zu erklimmen, da habt ihr echt nichts, gar nichts, wirklich gar nichts verpasst. Und das ist eine gute Nachricht, denn wir beginnen jetzt auch sofort mit der Action. Da müssen wir hin. Ja, bitte schnell raus. Bin zwar im Auto, aber Wayne. Ich habe übrigens auch schon meine Sachen geupgradet, das heißt Taschen und mehr Munition. Also ein Kack können wir jetzt mittragen. Das Einzige, was mir jetzt noch wirklich fehlt, ist ein Tapir. Ich brauche ein verdammtes Tapirfell. Ein einziges. Ist dort hinten etwas? Nein. Okay. Alles klar. Dann berichten wir mal, was wir für eine Scheiße erlebt haben. Mein Bruder. Abend. Abend. Der Baum der Weisheit. Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich habe ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet! Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Barsch und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und
Als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Wow. Freakig. Ich will den Tempel aber nicht verlassen. Ich will wissen, was hier hinten ist. Ah. Ah. Na. Ah. Na gut. Ich bin nun einer der Iren. Gut zu wissen. Ah. Mein Bruder. Bruder. Ich hab keine mehr. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Gut, gut. Ich beeil mich. Kann man da hin? Ganz schnell? Nein. Haben wir ein Auto? Nein. Müssen wir zu Fuß dahin? Ja. So eine Scheiße aber auch. Na gut. Wir leben ja auch nicht in einem modernen Land. In einem modernen Land, in der es Autos gibt. Oder sonst derartige Fahrmittel. Nein. Nein. Wir müssen zu Fuß mit unseren MG davonschreiten. Wie ein Krieger. Er doch erwartet seine Beute. Auf geht's. Zum Hinterhalt. Hm. Ist das Wasser? Nein. Wollte schon sagen. Ist hier in der Nähe irgendwo ein Tapirfeld? Ah. Nein. Auch nicht. Gibt es überhaupt ein Tapirfeld oder sind das die... Da. Oh, wir kommen sogar an einem vorbei, oder? Wo sind wir überhaupt jetzt? Hallo? Ach, da. Hm, ja, ich halte mich mal links. Und suche ein Auto. Was ich nicht finde. Hm. Vielleicht kommt ja der Feind vorbei und bringt mir das, was ich haben will. Was ich allerdings nicht erwarte. Und deshalb auch gar nicht danach trachte. Was bist du? Was ist das? Schweine. Im wahrsten Sinne des Wortes Schweine. Euch nicht. Aus. Vorsichtig. Ich will euch nichts tun. Verdammte Scheiße! Aua! Ihr miese Köter! So. Lernen wohl auch nur durch Gewalt. Ha! Mann! Ah. Das kann ich gut gebrauchen. Machen wir noch eins? Was zur Hölle? Da. Wo? Nein, das ist ein Schwein.
Hier sind alle Schweine. Gut. Dann haben wir nichts damit mit zu tun mit den Hunden. Das ist auch gut. Ass Spielkarten. Braucht man ja auch so dringend. Ah. Super. Ah, hier kommt. Hallo? Ah. König Spielkarte. Vereinzelt Karten finden ist auch nicht schlecht. Ah, super. Ich weiß eins, und zwar, dass diese Munition von Scharfschützen, Faustwaffen, Moment, Puppenköpfe! Puppenköpfe sind sowas von dermaßen billig. Das ist sich eigentlich gar nicht lohnt, die aufzuheben. Yeah. Ich habe aber gerade Besseres zu tun, tut mir leid. Muss mich beeilen. Oh. Ah. Au. Ist das der richtige Weg? In solch einem Moment kann man doch immer gerne singen. Und zwar, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg führt durch viele Gegner. Oh, vor mir sind auch sofort welche. Na? Hat sie gefallen? Schnell weg hier. Mit denen ist nicht zu spaßen. So nicht. Ah! Verdammte Scheiße! Ah! Fuck! Nein! Bitte! Ah! Ah! Was bitte war das? Hallo? Spiel? Hörst du mal auf, mich zu verarschen? Ein Auto kann nicht einfach explodieren, indem man auf mich schießt. Aua. Keine Zeit. Muss mich beeilen. Moment, muss ich jetzt entlang? Nein! Wir sind an den Tapirs vorbeigefahren. Ach, Mann. Scheiße. Scheiße und Dreck, aber auch. Leute, lasst mich ruhig. Ich habe jetzt keine Zeit zum Spielen. Verdammt. Ah, die verfolgen mich gar nicht. Das ist gut. Allerdings kann man doch eigentlich Hand lenken und mit der rechten Hand schießen. Das ist nicht unmöglich. Ich meine, man muss nicht so oft den Gang betätigen. Moment! Scheiße! Oh fuck! Wie will er mich jetzt... Hä? Und ich kann nichts machen. Alles klar. Gut gemacht, Spiel. Das ist logisch. Wo bist du? Los, zeig dich. Zeig dich. So geht's natürlich auch. Muss man sich hier wieder in der Welt von Far Cry einfinden. Ich kann überhaupt ganz nicht. Ich hab's echt lang nicht mehr gespielt. Zu lang, wenn ich ehrlich bin. So ein geiles Spiel, ey.
Puh. Alles klar. Ah, das Dorf, das uns helfen wird. Schön. Ich muss mal kurz was nachdenken. Und zwar, was ist denn hier... Moment, das sind ja wirklich unsere... Boah, geil. Juhu! Jawohl! Und hier war... Ah. Ah. Hier ist noch mehr. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man die Umgebung erkundet hat. Man findet total, also wirklich extrem viele Schätze, weil die einfach angezeigt werden. Ah, super, ja, in der Kirche. Sehr symbolisch. Gut. Ich habe gehört, hier kann man... Auf die Position! Ja, gut. Gut, dich zu sehen, Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Ja, ja, bin schon auf dem Weg. Okay. Jason, leg das C4! Tempo! Bin schon dabei. C4 gelegt! Der Konvoi ist unterwegs. Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay, dann bis bald. Die verstehen das nicht. Niemand versteht es. Bin schon da. Erstmal schön nachladen. Und jetzt bin ich bereit. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengsätze aktivieren. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Bars Männer. Mann, oh Mann. Boom! Sie sehen organisiert aus. Aus wie Soldaten oder sowas. Oh oh. Verdammt, wie viel halten die denn aus? Das sind ganz sicher nicht wahres Männer. Alter Schwede. Sollten die nur so viel... Hä? Verwirrt. Boah, was? Viele denn noch? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die mich nicht bemerken, ist ein Wahnsinn. So nicht. Und du noch. So, das war's jetzt aber, oder? Da kommt Verstärkung von mir. Warum haben die mich nicht bemerkt? Scheiße. Uah. Ah! Ah! Verdammt! Wo bist du? Mistkerl! Nein, ehrlich, wo ist er? Huh. Wie viel halten die aus? Wenn man den nicht an den Kopf trifft. So nicht! Ja, die sind beschäftigt mit sich selber. Oh, oh. Sofort anhalten! Steig in den LKW. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Ja. Ich lauf ihm nach! Verdammt! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Egal.
Verdammt! Okay, nachfahren. Aus dem Weg! Verdammt! Durch die Scheibe kann ich auch kaum noch was sehen. Weg da! Übrigens Soldaten eliminieren. Okay. Ich bin hier. Na dann lass uns mal sehen, ob da wirklich Gefangene drin sind. Momentchen. Jawohl. Benutze die Tür des APC. Was zur Hölle? Ich Und somit hat man uns circa 24 Knochen, kleine Knochenstückchen im Kiefer gebrochen. Aus wie vielen Knochen bestehen noch ein Kopf? Weiß ich nicht. Gesagt, dass die Definition Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. Also boom, abgeknallt. Das Ding ist, okay, er hatte recht. Dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird's anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hirn? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Chill, Hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, Scheiße! Oh, das. Ach, scheiß drauf. Fick dich! Und fick dich! Verdammt! Ihr wollt mich tot sehen, hä? Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Verflucht! Ja, verflucht, hä? Oh, verdammt! Du Wichser! Fick dich, Mann! Okay. Ich hätte anders vorgehen müssen. Ich hab 'ne Idee. Da das ein übelster Fail war und wir nochmal das wiederholen können,
sage ich damit erstmal, hauen Sie, Leute, bis zur nächsten Folge.